Vor etwas mehr als 6 Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, fällt mir bei der Gelegenheit auf, vor etwas mehr als 6 Jahren habe ich mein allererstes Video auf diesem YouTube-Kanal veröffentlicht und da ging es um Linux. Was ist ein Raspberry Pi und wie bekomme ich ihn zum Laufen? So der Titel. Und das war der Auftakt meiner Linux-Serie sozusagen, die bis vor kurzem hier regelmäßig bespielt wurde. Und am heutigen Tag möchte ich dieses Kapitel gerne schließen und ich erkläre euch in diesem Video auch gerne, warum. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, vor 6 Jahren war das so, da habe ich noch relativ schlechte Computer-Hardware gehabt. Da habe ich regelmäßig mit Linux rumprobiert. Ich hatte zum Teil Computer rumstehen, auf denen einfach kein Windows mehr zu installieren war und mein eigentlicher Windows-PC hat ständig Probleme gemacht. Und so war ich ernsthaft in Kontakt mit Linux. Ich habe mir dann eben auch einen Raspberry gekauft irgendwann, beziehungsweise sogar zwei. War da ziemlich hyped, wollte meinen eigenen Arbeits-PC mir aufbauen und so weiter. Während ich halt unter Windows hauptsächlich immer nur gespielt habe. Und im Lauf der Jahre, auch wegen YouTube, hat sich so für mich irgendwie ein anderer Workflow ergeben. Inzwischen ist es so, dass ich immer noch einen Windows-PC habe, der auch ganz gut funktioniert. Das ist kein besonders guter PC, aber zum Spielen reicht er. Ich muss nicht unbedingt die neuesten Spiele spielen. Da läuft Windows 11 drauf und alles, was mit Gaming hier auf diesem Kanal passiert, hat meistens mit Windows zu tun. Das heißt, die Videos werden unter Windows aufgenommen, es wird gespielt, es wird geschnitten, es wird hochgeladen, alles mit Windows. Und ansonsten mache ich mit Windows eigentlich gar nichts. Im Web surfen, Real-Life-Videos schneiden, Kochen-Videos schneiden, solche Sachen, Textverarbeitung, das alles mache ich mit dem Mac. Ebenfalls am Desktop. Der Mac ist ja vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Linux vom Aufbau her. Also beides stammt halt von Unix ab. Deswegen kann man macOS, finde ich, eher mit Unix vergleichen als Windows. Obwohl auch Windows von Unix abstammt, aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe den Mac immer als bisschen wie ein Linux empfunden von der Bedienung her. Und er ist halt perfekt optimiert auf Videoschnitt und die Kombination mit dem iPhone und dem iPad und so weiter, so dass ich überall die gleichen Lesezeichen habe und alles Mögliche, das ist alles schon sehr, sehr gut. Das nutze ich gerne im Alltag, das macht mir ganz viel Spaß und deswegen brauche ich auch kein weiteres Betriebssystem und auch keinen weiteren Computer und deswegen bin ich schon seit langer Zeit mehr oder weniger fertig mit Linux. Wie gesagt, früher fand ich das sehr, sehr interessant, nicht nur, weil ich meine alten Computer damit wieder zum Laufen bekommen habe und damit alles machen konnte, was ich so im Internet normalerweise machen würde, beziehungsweise was ich jetzt halt mit dem Mac mache, sondern ich fand auch den Open Source Gedanken an sich sehr, sehr, sehr interessant. Ein kostenloses Betriebssystem, das sehr schick aussieht, konfiguriert werden kann bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen damals und das gefällt mir an sich immer noch. Es gibt eine Menge Programme, die aus der Open Source Szene kommen. LibreOffice ist nur ein Beispiel, OpenOffice natürlich, gibt aber auch Dinge wie Mozilla Firefox, die undenkbar wären. Diverse wirklich schicke Linux-Desktops gibt es. Dinge wie VLC, der Medienspieler sollte jedem ein Begriff sein. Und das halbe Internet läuft mit Linux. Stellt euch mal vor, es gäbe keine Linux-Server und das Internet würde überwiegend aus langsam ladenden ASPX-Seiten von Microsoft bestehen. Grauenhaft. Ja, Linux ist wirklich geil. Inzwischen basiert sogar SteamOS auf Linux. Das heißt, wir können PC-Spiele an der Konsole spielen auf Linux-Basis. Wie krass ist das denn bitte? Also, Linux ist nicht wegzudenken. Aber, und ich bin mir dessen bewusst und ich bin auch, wie gesagt, großer Fan von irgendwelchen Linux Internet-Servern und solchen Geschichten. Aber für meinen persönlichen Workflow, also YouTube bisschen im Netz surfen, bisschen YouTube gucken, solche Sachen, bisschen zocken, für meinen persönlichen Workflow, um genau die Dinge umzusetzen, die ich gerade genannt habe, ist Linux bestimmt geeignet, aber ich persönlich brauche es nicht. Ich habe andere Computer, ich benutze andere Betriebssysteme, wie gesagt, Videoschnitt mit iMovie oder auch mit, was gibt es da noch, mit LumaFusion. Das ist so unfassbar smooth
Mit 8 GB RAM am iMac, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn ihr mal versucht, mit 8 GB unter Windows zu schneiden. Es funktioniert gut, ich bin sehr zufrieden mit meinem Computer-Setup. Und deswegen fehlt mir jetzt auch so ein bisschen der persönliche Bezug zum Linux. So, die letzten gefühlt 60 Linux-Folgen, das hier ist übrigens die 60. auf meinem Kanal, habe ich ja eigentlich nur andere Distributionen vorgestellt. Nicht so knapp, zum Teil auch mehrfach dieselben. Aus gutem Grund, weil die sich ja auch weiterentwickelt haben mit den Jahren. Und damit möchte ich jetzt aufhören. Ich möchte das Kapitel für mich abschließen. Einfach aus dem Grund, weil mir der persönliche Bezug im Alltag zum Linux komplett fehlt. Sonst könnte ich hier und da auch mal ein paar Tutorials machen, mal ein Steam installieren, solche Sachen. Aber ich habe keinen Rechner. Ich möchte mir auch keinen anschaffen. Ich bin mit meinem persönlichen Workflow sehr zufrieden. Und die ganzen Distributionen, die könnt ihr euch ja selber anschauen. Zum Beispiel auf distrowatch.com, eine sehr gute Webseite, wie ich finde. Die habe ich auch häufiger aufgesucht in den letzten Jahren, einfach um im Bilde zu sein, was ist gerade angesagt, was wird gerade häufig heruntergeladen. Hier sehen wir die verschiedenen Linux-Distributionen, die es so gibt, beziehungsweise die hier halt erfasst sind. Die 100 beliebtesten sehen wir in einer Tabelle von Rang 1 bis Rang 100. Also MX Linux ist unglaublich populär und da könnt ihr euch ja selber informieren, was gerade angesagt ist, welches Linux sich für eure Bedürfnisse eignet. Und das Beste ist, ihr könnt diese Linuxe auch live ausprobieren auf einer Internetseite, die heißt distrosi.com. Die Internetseite habe ich euch im letzten Linux-Video vorgestellt. Ihr klickt da einfach nur drauf, wartet ein paar Sekündchen und dann seid ihr schon virtuell in eurem Linux. Das Ganze findet komplett auf dem Server des Anbieters statt. Das heißt, ihr müsst nichts installieren und könnt euch hier durch diverse populäre Linuxe durchprobieren, um das Richtige für euch zu finden. Es gibt genug Möglichkeiten, es gibt genug andere YouTuber, die Linux Distributionen vorstellen. Wie gesagt, es ist nicht mehr mein Interesse, mehr oder weniger, und ich möchte euch hier nicht weiter halbherzig bespaßen mit irgendwelchen virtuell emulierten Linuxen. Macht das selber für euch, wenn es euch interessiert. Ich denke, ich habe genug Distributionen vorgestellt, die wichtigsten ohne Frage. Vielleicht kommt auch irgendwann mal die Überdistribution und dann gibt es hier halt nochmal eine Folge zu diesem Thema, aber ich glaube, das passiert in den nächsten Jahren nicht, ehrlich gesagt. Und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, falls ihr 60 Folgen lang dabei wart. Danke für eure Kommentare, eure Likes und das Interesse. Diese Serie hier ist vorübergehend, vorläufig, bis auf Weiteres beendet, wird auch entsprechend auf der YouTube-Startseite in den Bereich verschoben und es werden keine weiteren Videos mehr zu dem Thema kommen. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Gerne könnt ihr mir einen konstruktiven Kommentar hinterlassen, Abo oder Like, wenn es euch trotzdem vielleicht gefallen hat und wenn ihr gespannt seid, was noch so auf meinem Kanal in Zukunft kommt. Es ist so, dass da einiges geplant ist. Ich bin nicht irgendwie YouTube müde. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, noch mehr Distributionen hier vorzustellen oder sogar wiederholend welche, die ich schon vorgestellt habe. Das macht für mich keinen Sinn mehr. Ich bin raus aus dem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns demnächst in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Macht's gut, danke und tschüss.